glaube, ihr seid ja schon viele da. Gestern kann ich jetzt mein Herzstück singen. Also kurz für die meisten von euch wissen es wahrscheinlich. Also ich bin Ärztin und ich stehe vor Gericht. So wie alle Ärzte, die nicht mitmachen oder nicht mitgemacht haben und auch nicht weiter mitmachen werden, auch nicht wieder mitmachen werden, wenn es nochmal die nächste Pandemie kommt. Und deshalb fallen leider auch die Strafen im Moment so drastisch aus. Also die Begründung der Richter ist ja, also für so fast 3 Jahre ohne Bewährung zu schreiben, Ausstellen von Maskenbefreiungsattesten. Sie wissen ja, dass die Pandemielage jetzt nicht mehr so akut ist, aber das sei ja nicht die letzte Pandemie gewesen. Und wenn man die Ärztekollegen da nicht hart genug bestrafen würde, dann würden die das ja wieder tun bei der nächsten Pandemie. Recht haben sie. Ich meine, das ist das wieder tun. Ja, das ist schlimm. Und deshalb habe ich ein Lied geschrieben, nachdem die Approbationsbehörde mir Anfang 21, nachdem ich meine Razzia hatte und meinen Strafbefehl bekommen habe, anfangs war das 5 Monate Gefängnis oder 22.500 Euro. In beiden Fällen wäre ich natürlich vorbestraft gewesen, weil ab 90 Tagessätze ist man vorbestraft als Arzt und dann hätte ich meine Approbation verloren. Und dadurch bin ich natürlich in Berufung gegangen, wäre ich sowieso. Und dann hat die Approbationsbehörde mir geschrieben, ich soll doch freiwillig meine Approbation abgeben. Weil damit sie nicht ein Berufsrechtsverfahren anstrengen müssen, denn es bestünde ja der Verdacht, dass ich also hinlänglich hinsichtlich meines Strafverfahrens unwürdig und unzuverlässig in meiner Persönlichkeit und für den Arztberuf charakterlich nicht geeignet sein. Ja, und das haben die ganzen Jahre Berufserfahrung gezeigt. Ja. Und das habe ich natürlich nicht gemacht. Daraufhin haben sie das Berufsrechtsverfahren eingeleitet und mir dann noch eine letzte Chance gegeben. Ich solle doch eine eidesstattliche Erklärung unterzeichnen, dass ich keine Maskenbefreiungsatteste mehr ausstellen werde. Und meine Rechtsanwälte haben mir sofort zugeraten, ich soll das unbedingt machen, damit ich meine Approbation nicht verliere. Und ich habe mich halt geweigert und habe gesagt, nee, das mache ich auf gar keinen Fall. Und stattdessen habe ich dann dieses Lied geschrieben und einen langen Brief an den Herrn, der mir immer so nett geschrieben hat von der Approbationsbehörde, der mir so gute Ratschläge gegeben hat. Also ihn wirklich auch sehr persönlich adressiert und den Brief kann man auf meiner Homepage berlindinecki.net lesen. Und ich habe darin meine Motive geschildert für mein Handeln und natürlich Passagen aus dem Hippokratischen Eid angeführt und ihn gefragt, ob er denn denkt, dass ich würdiger würde, wenn ich diese eidesstattliche Erklärung unterzeichne und damit nach meinen eigenen Würdekriterien mich der unterlassenen Hilfeleistung schuldig mache, nur um meine Approbation zu schützen. Und ich habe eben gesagt, dass ich denke, dass wenn ich das täte, dann wäre ich nach meinen Würdekriterien tatsächlich unwürdig und für den Arztberuf charakterlich nicht geeignet. Genau, und das ist... Hat er geantwortet? Nein, aber er hat... Er hat ja keine Eier. Nein, er hat nicht geantwortet, aber... also die haben mir ja gedroht, die haben gesagt, entweder sie unterzeichnen das oder wir legen ihnen die Approbation still bis zum Ende des Strafverfahrens, was sich natürlich noch hinzieht. Meine Hauptverhandlung ist jetzt am 12. September. Also damit haben sie gedroht und der Herr hat sich dann seitdem nicht mehr gemeldet. Also ich habe meine Approbation noch.
Und die warten jetzt halt auf das Ende des Strafverfahrens. Also wenn ich da natürlich verurteilt werde, dann verliere ich die Approbation, weil ich dann vorgestraft bin. Also mittlerweile dreht es sich ja nicht mehr um 5 Monate, sondern um 2 bis 3 Jahre Gefängnis. Oder eine entsprechende Geldstrafe. Oder bei einigen Kollegen haben sie ja jetzt schon, also ganz, ganz trauriger Fall von, haben vielleicht die meisten von euch gehört, Gudrun Ströer, eine Kollegin, die ist zu fast 3 Jahren ohne Bewährung verurteilt worden und die lebt jetzt nicht mehr. Also die hat sich angeblich umgebracht, ich weiß nicht, man weiß das ja immer nicht, ob das wirklich so ist oder ob es anders war. Also auf jeden Fall lebt sie nicht mehr. Und ja. Grundsätze anerkennen und keine Vorschriften oder Anweisungen beachten, die mit dieser Aufgabe nicht vereinbar sind oder deren Befolgung sie nicht verantworten können. Von Nichtärzten entgegennehmen.
Der Arzt ist zur gewissenhaften Berufsausübung verpflichtet und hat dabei sein Handeln am Wohl des Patienten auszurichten. Bei der Behandlung hat er die Würde des Menschen und insbesondere das Selbstbestimmungsrecht des Patienten zu beachten. Thank you.
Rechte und bürgerliche Freiheiten zu verletzen. Selbst wenn ich bedroht bin. Ich gelobe dies feierlich, aus freien Stücken und bei meiner Ehre. Thank you.